Wir schicken euch ganz viele Grüße aus der Bachstraße und würden euch gerne erzählen, was uns diese Woche passiert ist. Wir haben nämlich Post bekommen von niemand Geringerem als der Zahnfee. Die Zahnfee hat uns einen Brief geschrieben, weil wir ihr ja ein Video geschickt haben, wo wir unser Zahnfeenlied gesungen haben. In diesem Brief hat sie geschrieben, dass sie sich herzlich dafür bedankt und hat uns sogar gleich schon einen Preis mit dazu gelegt. Hier ist die Urkunde für unseren kreativen Einsatz. Und hier ist unser Gewinn, eine Zahnputzlieder-CD für euch. Und ich würde gerne einmal allen applaudieren, die mitgemacht haben. Und mich ganz herzlich bei euch bedanken. Natürlich bedanken wir uns auch bei Lea, die aus unseren Ideen dieses zauberhafte Lied für uns komponiert und geschrieben hat. Und wenn du Lust hast, gleich mitzusingen und vielleicht sogar mit zu tanzen, dann kann es losgehen. Achtung, es geht los. Wo, wo wohnt die Zahnfee? Geht die Zahnfee auch aufs Klo? Ist die Zahnfee manchmal traurig oder immer nur ganz froh? Sie ist die coolste von den Feen. Doch sie kommt erst, wenn wir schlafen, darum kann sie keiner sehen. Und wann schläft die Zahnfee? Hat sie auch nen Wackelzahn? Wo versteckt sie ihre Taler? Ob die Zahnfee wohl zaubern kann? Die Zahnfee hat ne Freundin, die kennt sich sehr gut aus. Die holt dann ihren Affen und die Kuschelzähne raus. Nun sei mal nicht verdutzt. Sie zeigt dir, wie man putzt. Eins, zwei, drei, ka! Eins, zwei, drei, a! Eins, zwei, drei, i! Was ist das? K-A-I! Kauflächen, Außenflächen, Innenflächen. Einen großen Applaus für dich! Und für alle, die dieses Projekt möglich gemacht haben. Also, bis bald. Tschüss!